Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. In der letzten Folge habe ich euch meinen Charakter vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute nochmal spielen soll. Ich habe übrigens das Bild nochmal angepasst, das da im Hintergrund ist. Eigentlich mag ich ihn voll gerne, aber eventuell ist er zu stark für den Anfang. Oder wollen wir einfach irgendeinen so einen Vogel hier spielen? Ich weiß nicht. Diesen Papageien vielleicht? Aber... ich glaube, für die erste Runde spielen wir noch mal als Dizzy. Ich mag ihn einfach, Leute. Der ist mir sehr sympathisch, muss ich einfach mal so zugeben. Außerdem ist seine Anfangswaffe toll. So, und ich habe nämlich gemerkt, dieses Spiel geht anscheinend gar nicht so lange. Es gibt wohl nur 4 Bosse oder sowas. Von daher, eigentlich könnte man das Spiel gut mal durchspielen. Das ist gerade sehr laut irgendwie. Ja, und wir schauen einfach mal. Wo ich gerade von dem Skin übrigens rede. Ich wollte ihn hochladen, weil ich ja jetzt zufrieden bin mit dem, wer gerade ist, bla bla. Und keiner hat sich beschwert. Alle haben nur gesagt, wie cool der aussieht und so. Da auch nochmal danke, Leute. Ich bin sehr froh, dass ihr mich da nicht auseinandernehmt. Aber ein Schlüssel? Nee, schade. Ja, dann wollte ich ihn gerade hochladen. Mit diesem BB-Editor, dass der Programmierer zur Verfügung gestellt hat, damit man das extra im Steam Workshop hochladen kann. Aber irgendwie, ich habe alles ausgefüllt und so, alles was ging. Und der sagt auch nicht, dass irgendwas blöd ist. Das funktioniert ja auch alles. Aber der Upload-Button ist irgendwie ausgegraut in dieser Software. Und jetzt habe ich leider keine Möglichkeit, die Mod im Steam Workshop hochzuladen. Keine Ahnung warum. Hat auch sonst keiner das Problem, ganz offensichtlich, weil in dem Forum von dem Steam-Spiel, da steht auch nichts, dass irgendjemand Probleme hätte. Also nur, dass wenn die schon hochgeladen haben, dass dann irgendwas im Steam Workshop doof ist, aber nicht, dass der Button überhaupt ausgegraut ist. Das finde ich richtig komisch. Oh. Muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich da vielleicht irgendwas hinbekomme. Irgendwas lebt noch. Oh. Hä? Leute, seht ihr den Gegner? Ist da noch irgendwo so ein Frosch? Da ist der Frosch. Hat er sich versteckt, Leute. Geht ja gar nicht. Kann man den noch treffen, während er unsichtbar ist? Ich glaube nicht. Wir könnten schon zum Boss gehen, aber wir gehen mal nicht hin. Ja, weil ich würde richtig gern den freischalten, dass ihr den auch spielen könnt. Oder dann ist alles toll, Leute. Dann freut mich das. Dann habe ich die Arbeit nicht nur für mich gemacht, sondern auch für die Community so ein bisschen. Das finde ich schön. Das wird mich beruhigen, wenn das irgendwann mal gehen würde. So, wir haben 3 komische Räume hier. Au. Oh ja, toll. Gut gemacht. Einfach mal in die Explosion reingelaufen. Super. Okay, aber wenigstens... Besser ist am Anfang so, statt am Ende. Kann übrigens sein, dass ich ein bisschen komisch heute drauf bin, weil ich möchte mich jetzt eine Woche lang nur... Ah, okay, man muss auf diese komischen Eier hier drauf achten. Ich möchte mich eine Woche nur von Flüssignahrung ernähren, von diesen Huel oder Huel oder Huel, Huel. Vielleicht darf man das Haar nicht aussprechen, vielleicht ist das ja Französisch. Vielleicht kennt ihr das. Das ist halt so Flüssignahrung und die nimmt man da zu sich und das soll dann irgendwie eine Mahlzeit am Tag ausgleichen. Und das soll wohl halt helfen zum Abnehmen und so. So, egal. Was haben wir hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Feinde. Das ist okay. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist schade. Ah ja, und das möchte ich eine Woche lang machen und deswegen... Das ist eine ganz schöne Umgewöhnung, muss ich sagen. Und das schmeckt auch nicht so geil. Aber ich möchte das jetzt mal eine Woche machen, weil ich hab's gekauft. Jetzt muss ich das auch durchziehen, Leute. Denn ich bin zu fett geworden. Ja, ja. Ich hab über 15% Fett in meinem Körper. Das ist nicht gut, Leute. Normal habe ich immer so 13%, aber ja, YOLO. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt. Aber kann sein, dass ich deswegen ein bisschen komisch drauf bin, weil ich einfach nichts Richtiges zu essen bekomme. Ja, so wie zu mir. Was macht ihr so, Leute? Gestern war Vatertag. Wart ihr unterwegs, Leute? Oder Vatertag? Weil ich habe noch rausgefunden, dass das anscheinend in einigen Orten Deutschland auch als Männertag bezeichnet wird. Oder auch als Christi Himmelfahrt natürlich. So, was ist das hier? Reduzierte Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. Ich habe schon wieder das Spiel nicht auf Englisch gestellt. Ich glaube, das stand da wieder genau falsch rum drin. Erinnert mich mal dran, Leute, dass ich das Spiel auf Englisch stellen muss. Das kann nicht sein. Sonst verstehe ich diese ganzen Effekte hier nicht von den Artefakten. Und dann denke ich, ja, das Artefakt ist doch gar nicht so schlecht. Und in Wirklichkeit ist das einfach super bad. Artefakte und sowas gibt es übrigens ein paar mehr als Waffen und so. Also die Artefakte... Mann, come on! Die Artefakte, hat das Spiel auf jeden Fall ein Augenmerk draufgelegt. Dass es schön viele Artefakte gibt, nicht so viele Waffen, nicht so viele Fähigkeiten. Eher diese Artefakte, aber das ist ja auch irgendwie der Clou von diesem Spiel. Von daher ist das schon okay. Aber ja, Vatertag, Leute, wart ihr unterwegs? Also zu meiner Zeit, da waren die Jugendlichen noch alle draußen mit ihren
buddeln Whisky und was weiß ich und dann saufen die alle mit ihrem Bollerwagen, machen voll den Lärm, grölen rum und besaufen sich. So hab ich Vatertag in Erinnerung. Ich hab da einmal mitgemacht, fand scheiße und dann nie wieder. Weiß ich nicht, so mit eine Mischung aus Cola, Whisky an die Hand kleben, an beide Hände, sodass man gar keine Hände mehr frei hat und quasi die ganze Zeit trinken muss und so. Und so ein Scheiß. Fand ich nicht so geil, ist nicht so meins. Und ich habe vom Kloxen gehört, dass man bei denen anscheinend, also erstens heißt das bei denen anscheinend Männertag, das habe ich noch nie gehört für diesen Tag. Und anscheinend saufen die nicht, oder schon, aber die fahren Fahrrad oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Das finde ich auch richtig komisch, Leute. Deswegen kein Plan. Wie habt ihr den Männertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt gefeiert? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht feiert ihr das ja noch ein bisschen anders als... Oh Gott, ey. Als was ich so alles gehört habe. Ich glaube, ich muss in diesem Spiel mal langsam darauf achten, wo ich überhaupt stehe. Ich komme immer nicht klar, wo ich stehe. So, hört die Menge an Säurepools. Das ist okay. Wir haben sowieso gleich einen Shop, dann geht es wieder gut. Hoffentlich. Vielleicht. Da ist ein Shop. Okay, wir müssen also nur noch diesen Raum hier überleben. Das sollte eigentlich gut machbar sein, wenn wir nicht wieder zwei Leben durch irgendeine Explosion oder so verlieren. Und dann ist alles cool, Leute. Dann ist alles richtig toll. Aber ich habe gestern einfach gar nichts gemacht. Hier war auch das Wetter nicht so schön, muss ich sagen. Deswegen hat sich das auch nicht gelohnt, rauszugehen. Ich wollte rausgehen, war dann auch kurz draußen und habe gemerkt, nee. Regen und kalt, das ist nicht mein Gebiet. Das mag ich nicht so gerne. Da bin ich ja wieder reingegangen. Ja, das habe ich gestern gemacht. Und ihr so? So, wir gehen hier. Was, wir hatten nur ein so ein Ding? Ah, wir waren gestorben, ne? Meh. Okay, was kriegen wir denn? Eine Brotdose. Kann man immer gebrauchen. Haben wir, glaube ich, sogar freigeschalten. Durch irgendeinen Part. Chance, weniger Feinde in gesperrten Level zu haben. Weniger Feinde, ja, finde ich gut. Ist dann natürlich auch so, dass wir weniger droppen, weil wir weniger Feinde haben, aber ist okay. Waffen finde ich alle doof. Denn unsere Waffe ist ja natürlich richtig toll. Und ja, sonst habe ich halt die ganze Zeit noch gestern probiert, diesen Mod hochzuladen. Das geht einfach nicht. Ich habe alles Mögliche probiert, Leute. Und wir müssen anscheinend zum Boss gehen nach diesem Raum. Das ist okay. Wir müssen uns auch noch überlegen, in welche... Wow. Hilfe. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf diese Eier achten. Das geht gar nicht. Wir können uns mal überlegen, in welche Richtung wir gehen. Es gibt ja anscheinend nach dem zweiten Boss, da kann man sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Entweder in das gelbe Portal oder in das rote Portal. Und anscheinend hat das auch eine Auswirkung. Wir können eigentlich mal unsere Fähigkeit einsetzen. Anscheinend hat das auch eine Auswirkung, wo man hingeht. Also es sind zwei verschiedene Gebiete. Je nachdem, wo man hingeht, ist das dann halt ein anderes Gebiet. Das eine kennen wir jetzt schon, das gelbe Gebiet ist anscheinend... Ja. Au, okay, man darf nicht gegen ihn gegenlaufen, gut zu wissen. Das gelbe Gebiet ist so eine Wüste und das rote Gebiet weiß ich ehrlich gesagt nicht. Können wir uns ja dann eigentlich mal angucken. Ich habe nur die Befürchtung, dass da vielleicht schwerere Gegner auf uns lauern. Und die schweren Gegner sind nicht gut für mich, Leute. Oh mein Gott, spawnt er viele Sachen. Der hat auch zwei Phasen, gell? Wird er doch nicht so viel spawnen hier. So, du bist tot. Ich vernichte dich, Newt. Ich vernichte dich. Achso, habt ihr übrigens gerade gesehen, unter seinem, oder über seinem, seine Lebensanzeige waren ja so drei Totenköpfe. Und so wie ich das verstehe, bedeutet das, er hatte jetzt mehr Leben. Und das kommt darauf an, Leute, wie lange ihr nämlich in der Ebene wart davor, bis ihr zum Boss gegangen seid. Wenn ihr sofort zum Boss gehen würdet, dann hättet ihr nämlich weniger Leben und dann ist er auch einfacher. Aber je länger ihr in der Ebene bleibt, umso stärker wird er dann auch. Also umso mehr Leben hat er. Nur so nebenbei, Leute. Ich habe mich ein bisschen informiert. Das ist nämlich dann auch wieder so eine Gear-Sache. Das ganze Spiel basiert irgendwie auf diesem Gear-Prinzip. Nehme ich hier diese Artefakte mit, die mich schlechter machen, aber später dafür besser machen. Gehe ich schnell zum Boss hin, damit er schwächer ist. Oder nehme ich alles mit in der Ebene, damit ich stärker werde. Bla, 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 bla. Finde ich ganz cool eigentlich. So, nicht eingesammelte Münzen verlieren alle gesammelten Münzen. Ja, ist egal. Ich mag meine Waffe sowieso. Laterne. Okay, die Nägel gefallen mir immer noch nicht, deswegen lassen wir die da. Schön. So, das wird der One, Leute. Das wird der One. Heute spielen wir das Spiel durch. Oh, der Witz. Na, wahrscheinlich nicht durch. Aber ein neues Gebiet mal zu sehen, wäre ja auch schon mal schön. Ich habe mich auch informiert über diese explodiven Dinger da. Dieses faule Ding da links in der Ecke. Das da. Der macht nämlich nichts, bis man ihn einmal angreift. Davor macht er einfach überhaupt gar nichts. Aber wenn man den angreift, dann verfolgt er einen und explodiert, wenn er gegen eine Wand knallt oder gegen den Spieler. Oh mein Gott, ich hasse diese Geister, ne? Kann man die irgendwie töten? Die nerven richtig. Ja, genau deswegen. Fucking Scheißding. Okay, wir gehen hier auf jeden Fall in den... was weiß ich, Raum? Wie wollen wir den nennen, Leute? Diesen
diesen komischen Schlüsselraum. Keine Ahnung. Da ist ein Herz. Das hätte ich gern. Wow. Okay, hier da war einfach so ein Viech, Leute. Das ist doch richtig komisch. Hier ist einfach alles grün und dann laufen da diese kleinen grünen Dinger rum. Und, ich komme hier noch nicht so richtig klar mit dem Überblick. Überblick behalten finde ich in diesem Spiel sehr strange. Eventuell spiele ich aber auch ein bisschen zu schnell. Und jetzt kommen alle an, die da schon mindestens eine Stunde gespielt haben und sagen, du bist voll langsam. Ich habe auch beim Schnitt in der letzten Folge gesehen, da waren auch diese komischen grünen Dinger. Ich bin denen richtig gut ausgewichen. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt gesehen habe, ob die mich verfolgt haben. Aber ich bin denen, das war so richtig knapp, dass sie mich getroffen haben. Und dann bin ich denen ausgewichen. Und dann habe ich mich gewundert, wer überhaupt die Gegner sind. Also ob das jetzt irgendwie in meinem Gehirn gespeichert war, dass ich einfach ausweichen muss oder keine Ahnung, was da passiert ist. Das war ganz komisch, Leute. Den hätte ich eigentlich nicht ausweichen können. Oder, ja, hätte ich sie nicht gesehen, dann wäre das sehr komisch, dass ich den trotzdem so präzise ausgewichen bin. Da bin ich manchmal überrascht über mich selber, wenn ich mich so spielen sehe. Oh nein, kannst du bitte ein Leben droppen? Ach, hier unten ist ein Leben, nice. Die Sache ist, wenn der uns trifft, dann sind wir trotzdem instant tot. So ein paar Lebensupgrade wären halt ganz toll. Das hatten wir auch in der letzten Folge. Wir hatten einfach 6 fucking Leben. Und dann sterbe ich so richtig behindert, weil ich zu viele Artefakte mitnehme. Richtig sad. Okay, ein Artefakt können wir auf jeden Fall abgeben. Und wir kriegen... bitte ein paar mehr Leben. Chance, mehr Beute zu bekommen. Nett. Und Chance, dass du keinen Schaden nimmst. Oh, der Helm ist mega gut. Hatten wir, glaube ich, auch bisher noch nie. Oh, hier, mittleres Kristallgewehr. Kugeln 1 plus 2, warum auch immer das da so steht. Schaden 2, Nachladen 0,9, Distanz 130, Geschwindigkeit minus. Okay, alles klar. Verstehe ich auf jeden Fall. Eventuell haben wir dann ein bisschen mehr Überblick, oder? Weil da nicht überall diese blöden Fische rumgammeln. Komm, wir kaufen die einfach mal, damit wir mal eine neue Waffe haben. Einfach weil YOLO, ja. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Oh, die ist ja mega cool. Doch, das gefällt mir. Vor allem, damit trifft man einfach mehr Gegner auf einmal. Oh, guckt euch das an. Einfach so eine Kettenreaktion. Ich bin der Meister des Blitzes. Habt Angst vor mir. Bitte habt Angst vor mir. Bitte. Ich bin durch. Ich hab doch bitte ein bisschen Angst. Oh, aber der lädt natürlich jetzt richtig langsam nur nach. Hm. Weiß auch nicht, wie stark der jetzt ist. Verdoppelt die Cooldown-Zeit für deine aktive Fähigkeit. Ist okay, die nutze ich sowieso richtig selten. Ja. Ansonsten, ich war gestern das erste Mal seit 3 fucking Jahren endlich mal wieder baden, Leute. Ich weiß nicht, seid ihr ein Badetyp? Ich mochte das früher ganz gerne. Dann war da mein Schlagzeug für 2 Jahre drin. Ein Jahr war ich ja noch in Japan, da konnte ich also auch nicht baden. Obwohl, in Japan war ich halt mal in einem Onsen, wenn man das als Baden gehen bezeichnen kann. Aber ich war nicht in so einer richtigen Badewanne, wo ich dann alleine drin war. Das war auch komisch in Japan, weil, vielleicht kennt ihr das, das Onsen, das ist so, ja, eine Badeanstalt, auch mit warmem Wasser und so. Also so, ja, heiße Sauna, da gibt es auch eine Sauna und halt so warm, wie so eine Therme, kann man fast sagen, aber halt nackt. Und als Ausländer ist das da sehr komisch, wenn du da die ganzen nackten Japaner siehst und die dich auch und keine Ahnung. Aber irgendwie auch ganz nett. Leben verloren, aber ich habe jetzt seit 3 Jahren mal wieder gebadet und irgendwie kann das mein Körper so gar nicht mehr ab, Leute, so überhaupt nicht. Und was macht hier dieses Artefakt? Wenn der Feind nicht aus deinem Schuss stirbt, minus 3 Münzen. Das ist sehr, sehr bad, das nehme ich nicht mit. Ist das so eine Zecke oder was? Ne, nehme ich nicht mit, Leute. Wir können zum Boss gehen, aber wir brauchen... weiß ich gar nicht, vielleicht einen Shop. Ich weiß nicht, warum ich hier hingehe. Aber vielleicht möchte ich einen Shop. Ich bin mir da nicht so sicher, Leute, was ich hier überhaupt mache. Ach ja. Aber ja, ich war jetzt baden. Und es war fucking anstrengend, Leute. Es war schön, während ich da drinne war. Vielleicht war das auch einfach nur zu heiß eingestellt. Aber ich war danach so heftig kaputt. Mein Körper kam einfach gar nicht klar. Schon während ich da drinne war, ist mein Puls halt mega hochgegangen. Aber das ist auch irgendwie gesund oder sowas. Ich habe auch gelesen, dass man anscheinend sehr schwitzt, wenn man in die Badewanne geht, weil das halt da heiß drin ist. Und der Körper will dann natürlich sich abkühlen und schwitzt dann. Und irgendwie soll eine Stunde heiß baden genauso effektiv sein, wie eine halbe Stunde zu laufen. Was ich mal so hingestellt lasse. Aber an sich wird das Sinn ergeben. Ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall Kalorien verbraucht. Einfach weil man halt schwitzt. Fürs nichts tun, Leute. Und der Puls geht da auch hoch. Das habe ich auch richtig gemerkt. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Feinde, ist okay. Aber als ich dann da rausgegangen bin, war ich richtig kaputt. Irgendwie, mein Kopf war so richtig dizzig. Ich war nur eine halbe Stunde danach richtig dizzig. Und dann kam Darky zum Glück nochmal an und hat gesagt, ja, stell dich noch nackt auf die Veranda. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging es mir auch wirklich besser. Also anscheinend ist das wie bei einer Sauna, dass man sich danach abkühlen muss. Oder zumindest nochmal kalt duschen soll oder so. Habe ich nicht gemacht. War vielleicht nicht so gut für meinen Körper, aber ich war richtig...
kaputt. Keine Ahnung, was da mit meinem Körper los ist, Leute. Richtig anstrengend baden. Verdreifacht Säure oder giftige Dämpfe für dich. Ah, das ist natürlich böse, aber nehme ich mal mit, weil Säuren sind okay. Kann man zumindest ausweichen, wenn man will. So, hier, Fähigkeit aktivieren und das Ding da hoffentlich... Wow, das war knapp. Hoffentlich töten, bevor er uns angreift. Dann haben wir ein Leben. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich hätte gern das Leben, bevor ich irgendwas angreife. Danke, okay. Denn, so wie ich das mitbekommen habe, machen die alle nur 2 Schaden, oder? Auch die explosiven Dinger, oder machen die gleich 3 Schaden? Das wäre natürlich mega kacke. Oh, man könnte die auch einfach gegen irgendwelche Wände lenken. Und dann explodieren die auch. Das ist vielleicht der Trick bei diesen komisch explosiven Dingern. Ja, Leute, erzählt mal, ob ihr auch... Ich springe wieder von Thema zu Thema, ist egal, Leute, oder? Ein bisschen verplant. Ich habe euch gewarnt. Seid ihr ein Badetyp? Badet ihr regelmäßig? Habt ihr überhaupt eine Badewanne? Ich fand das auf jeden Fall mal ganz nett, aber ich war sehr überrascht, wie anstrengend das einfach für meinen Körper war. Ich dachte, das ist chillig und man fühlt sich danach gut. Ich habe mich auch danach gut gefühlt, aber es war halt irgendwie trotzdem anstrengend. Weiß ich nicht. Halt echt wie so eine Sauna und Sauna mag ich eigentlich wirklich gar nicht. Bin nicht so der Sauna-Typ. Das ist alles anstrengend, wenn man dann schwitzt und der Körper irgendwie... Der Körper macht ja auch schon Reaktionen darauf, dass man da nicht sein soll. Er atmet schwer... Der Puls geht hoch, keine Ahnung, alles schlecht. So, droppt Herzen, wenn die Explosion verschwindet. Droppt Herzen, wenn die Explosion verschwindet. Ist das nicht gut? Droppen dann Herzen, wenn ein Gegner explodiert? Ich weiß halt nicht. Ich muss das wirklich mal auf Englisch stellen. Ich habe zu dolle Angst, das mitzunehmen. Wir waren, glaube ich, schon im Shop, deswegen gehe ich jetzt auch mal zum Boss hin. Ich glaube, wir sind stark genug dafür. Baugi! Guck mal, wir waren recht schnell bei dem. Deswegen hat er jetzt nämlich hier unten in der Bossleiste... Oh Gott. Nur... Ein Totenkopf, das heißt, er hat weniger Leben. Ich weiß nicht genau, wie viel weniger Leben. Und ich weiß auch nicht mal, wie viele Leben wir abziehen und so, wenn wir halt mal treffen. Aber er sollte jetzt theoretisch weniger Leben haben. Ah ja, guck mal, jetzt töten wir ihn auf jeden Fall schneller. Das sollte man in 3 Phasen hinbekommen, oder? An sich? Denk schon. Boah, die Reichweite von dem Ding ist natürlich mega kacke. Okay, vielleicht brauchen wir doch 4 Phasen. Meine Fähigkeit war halt leider eben noch nicht aktiviert. Also ich konnte sie noch nicht einsetzen. Sir. Bei Bogey muss man aber auch ein bisschen konzentriert sein. Weil der so ein bisschen unberechenbar ist, wo er mal hin... Ah, danke. Bitte stirb einfach, danke. Wo er mal hingeht. Ah, danke für die Herzen. So, Propeller habe ich auch nochmal kennengelernt. Man schiebt die Gegner nicht nur weg, sondern die werden halt so, wenn man es einsetzt, um einen rum so weggeblasen. Deswegen ist das auch so ein Propeller. So, roter Saft, befüllt dein HP und wenn du bereits HP hast, wird ein HP hinzugefügt. Nein! Hätte ich ein Leben weniger verloren, dann hätte ich plus ein HP bekommen. Oh, das wäre so gut gewesen. Deportiere dich jedes Mal zur Luke, das finde ich auch okay. Das ist irgendwie das netteste Artefakt, das ich bisher so kenne. So, letztes Mal waren wir hier in den gelben Bereich gegangen, deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, mal in den roten Bereich. Wenn ich raten sollen würde, dann würde ich sagen, man kommt hier irgendwie in so ein Dämonengebiet oder sowas, keine Ahnung. Let's see! Sieht das dämonisch aus? Ich bin mir nicht sicher. Hier sind... Wow! Hilfe! Wieso haben die denn so schnell geschossen? Wir haben einen Schwamm auf jeden Fall freigeschalten. Wieso hat er so schnell geschossen? Was? Hatten wir irgendein Artefakt, dass der so schnell geschossen hat? Das ist ja mega doof. Nein! Okay, wir haben die neue Ebene gesehen. Ich glaube, ich gehe nächstes Mal lieber wieder in den... In den gelben Bereich, in die Wüste. Ich glaube, da waren einfachere Gegner. Hier sind einfach irgendwelche Aliens. What? Die haben so schnell geschossen und dann war da Lubber auf dem Boden und alles doof. Aber ich glaube, ich will nicht noch einmal. Das wird so lange dauern. Wenn das dann ein guter One wird, die können ja auch gerne mal eine halbe Stunde dauern. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ihr müsst mir mal sagen, welche Charaktere ihr vielleicht mal sehen wollt. Also ich tendiere sehr stark für Dizzy, ganz klar, weil ich ihn halt selbst gemacht habe. Ich finde die nett. Aber wir können auch gerne mal ein paar von den anderen Charakteren hier spielen. Hier, das Chicken wäre zum Beispiel mal ganz nett. Oder hier der Papagei. Oder das Viech, eine Möwe ist das. Haben bestimmt auch ganz tolle Fähigkeiten. Ja, hier zum Beispiel ein Lasergewehr. Ja, warum nicht? Ich glaube, nächstes Mal spielen wir dann hier irgendeinen von den anderen Charakteren. Ich habe übrigens mal den Zombie-Charakter runtergeladen. Den können wir eigentlich auch mal spielen. Wieso hat der 3 von 4 Leben? Strange. Okay. Ja, aber dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.